vergessen haben, aber eigentlich müsste man da oben durch. Kommt die jetzt her? Ist doch alles kaputt, wo sind die denn hergekommen? Okay. Also wir müssen definitiv hier durch. Definitiv hier durch müssen wir. Aber es geht nicht. Hallo. Ist doch nicht umsonst da. Das kann mir doch keiner erzählen. Nee, er will da nicht durchgehen. Hallo. Hallo? Ich komme da nicht durch. Ich meine, man sieht ja auch, dass man das kaputt machen musste, weil hier Gitter sind, damit man da durchgehen kann. Aber ich komme da nicht durch. Da muss man auf jeden Fall durch. Ich versuche es nochmal. Ne, er will hier nicht durch. Oder muss ich mich hier so reinglitschen? Ah, okay. Ich verstehe. Okay, welche Waffe nehmen wir? Wo ist unsere Maschinenpistole wieder? Sniper. Okay, wir safen das Ganze einmal. Er hat uns geholfen, dann lassen wir ihn leben. Invalid Passcode, okay. So, voll. Ah, okay. Die können echt gar nichts, ne, die Leute. Es brauchen eigentlich auch gar keine Gegner kommen. Man könnte auch einfach so durchlaufen. Warum auch immer. Ich hätte mir das ein bisschen schwerer vorgestellt. Oder hatte das auch ein bisschen schwerer in Erinnerung. Critical Mass, okay. Also fliegt das Ganze in die Luft gleich. Ist das ein Atom... Achso, eine Atomrakete. Ah, okay. Countdown. Hä, okay, ist es jetzt... Hä? Von überall schießen irgendwelche... Uns interessiert das einfach gar nicht. Und vor so eine Schießbudenfiguren, die Leute. Keiner kann irgendwas. Aber komm, für einmal durchspielen ist das okay, das Spiel. Damals war das auf jeden Fall besser. Schon wieder.
Okay, diesmal brauchen wir die Pumpgun gar nicht, ne? Nehmen wir einfach das. Nehmen wir mal die Uzi. Oder die Maschinenpistole. Sieht aus wie eine Uzi. Ein paar Granaten. Ballistic Armor. C4. Und los. Alles klar, jetzt sind wir in Bagdad. Alles klar, jetzt haben die Leute Raketenwerfer, Mann. Okay. Okay, man kann ihm nichts tun. Müssen wir ihm eine Granate C4-Ladung am Kopf kleben. Okay, das interessiert ihn auch nicht. Okay, das hat ihn interessiert. Seit wann stehen da denn Leute mit dem Raketenwerfer und Full-Kampf-Montur? Ganz normal, anscheinend. In Bagdad. Okay. Okay, da ist eine Geisel oder einfach ein Zivilist. Hallo? Hauptsache, wir kriegen Pumpgun Armor, obwohl wir gar nichts haben. Keine Pumpgun mitgenommen haben, so. Ja, man kann die Waffen auf jeden Fall wegschmeißen und sich dann anderes Sortiment an Waffen sozusagen zulegen. Man kann immer nur eine bestimmte Anzahl anscheinend tragen. Aber ist auch unwichtig, ne? Unwichtig. Die Waffen, die wir haben, sind gut. Das hätten sie natürlich ein bisschen cooler machen können. Aber gut. Auch nicht so schlimm, ne? So, Jungs, wo geht denn das jetzt hier weiter? So, kurz den Arm weggeschossen. Da ist wieder der Kollege mit dem Raketenwerfer. Okay, das ist der Einzige, der uns Schaden macht mit seinem Raketenwerfer. Okay, okay. John, there's no time to waste. General Amu's military base is adjacent to an airfield. And you think Lightfoot's getting on a plane? If it takes off, we may not find it before it is detonated in downtown New York. Where's the disguise? It's in there. Stay clear of people and don't draw your weapons. You should be fine. Escape up the ladder to the roof! So, ich save das Ganze mal. So, Freunde, weiter geht's. Ja, man hätte hier vielleicht noch ein bisschen mehr Texturen hinmachen können, ne? Obwohl, wie gesagt, es ist von 2000. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt meckern darf. Wahrscheinlich eher nicht, ne? So, aber ich bin ein bisschen verwirrt. So, da sind wir rausgekommen. Locked. Geil wäre es doch gewesen, wenn man jetzt die Tür einfach eintreten hätte können. Und nicht nur hier immer eine Tür nehmen kann. Ich meint, in Bagdad, Irak, wo auch immer,
werden die Türen nicht so heftig sein, dass man sie nicht aufmachen kann. Aber gut. Sei es halt so, wie es ist. So, aber wo geht's jetzt lang? Wahrscheinlich hier oben, ne? Okay, springen tut er wieder mal nicht. Na, ja, das ist manchmal ein bisschen nervig, ne? Dass er einfach nicht springt. Wenn man ein bisschen zu schnell ist, glaube ich, dann springt er nicht. So, ich save das Ganze einmal kurz hier. Sehr gut. Eine Tür musste ja aufgehen, ne? So, da ist ein Zivilist. Sieht auch aus nach einem Zivilisten. Das sind auch welche. Ich glaube, wenn wir einen einzigen umlegen, dann ist schon vorbei, ne? Deswegen machen wir das natürlich nicht. Ach, da ist wieder der Kollege. Die Frage ist natürlich, wie kann man ihm was tun? Ich meine, so kann ich ihm nichts tun, ne? Ah, doch, kann ich. Okay. Wahrscheinlich, weil das Kaliber stark genug ist. So, die haben wir auch. Oder gute alte Saddam. Ich glaube, er hat seinen Typen gerade umgelegt, ne? Ja gut, viel aushalten tut er, ne? Muss man sagen. Hä? Das ist doch die einzige Tür, die aufgeht. Oder geht diese jetzt hier auf? Ne? Also entweder hat sich hinten irgendwas geöffnet. Oder wir machen hier irgendwas falsch. Ja, Raketenwerfer können wir auch nehmen, ich weiß, aber auch den brauchen wir nicht, ne? Auch den brauchen wir nicht. Die ganzen Waffen einfach unnötig, ne? Auf dem Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall. Okay. Alles ist gelockt, ja. Hier geht's rein. Waren wir hier schon? Ich glaube, da kommen wir wieder da vorne raus, ne? Ja. Die waren ja zu. Ja, irgendwas haben wir übersehen, ne? Ich meine, jeder, der das Spiel kennt, der wird jetzt sagen, ey, da vorne kannst du doch rein. Wieso erkennst du das nicht? Ja, wenn man das nicht weiß, dann ist das immer ein bisschen schwer, das zu wissen, natürlich. Da kann man natürlich nur dahin gehen, wo man was sieht, ne? Ich guck mir ja nicht vorher irgendwas an, wie man das durchspielt oder sowas. Ich spiele das einfach theoretisch blind. Also ich habe es ja damals schon gespielt, deswegen nur theoretisch. Aber ich weiß halt gar nichts mehr, ne? Das erste Level kannte man noch. Das zweite Level glaube ich auch noch so. So, da ist ein Typ. So, die Tür ist aber zu. Ich komm da nicht rein. So, aber da war ja noch ein Typ.